Bedingt durch den Bankrott des Schorre begann F-Toast 2009 seine eigene Schifi-Saga zu schreiben. Anders als die Konkurrenz verzichtet er dabei bewusst auf Foto wie Zeitmaschinen, Lichtwesen oder anderen Müll. Diese Tatsachen führten zur Entstehung der Tunnel-Schifi-Trilogie. F-Tosik-Pos, das Königreich der Tausend. Diese Trilogie ist eine Skienke-Fiction-Saga bestehend aus folgenden Büchern: I. Das Königreich der Tausend. 2. Halbwelt. 3. Die letzte Krise. Sie erzählt die Abenteuer dreier Freunde. Prinz Lenlei zu Westerburg. Petschara, Pet Carbon und Svinenus Galaktik. Die Geschichte spielt 213, 216 und 219 NET Medianzeit im Königreich der Tausend. Jedes Buch besteht aus den Abenteuern der Kinder. Innerhalb einer futuristischen Schifi-Welt der Alten. Dies ist der Grund, warum jedes Buch als Jugend- und Erwachsenenausgabe erscheint. Bestimmte Schifi-Details werden nur in der Erwachsenen-Edition erwähnt.